Willkommen zurück zu einer weiteren Folge MPO in dem Galactic Survivor. Ich bin ja immer noch hier unterwegs und habe mich gerade entschieden, wir machen zuerst Mond und dann die Dingsstation. Die da beim Mond war näher dran jetzt. Und dann kam man Mond Trading Station ab auf Planeten. Hupsala. Wo will meine Maus hin? Hallo, Maus. Da, so. Und ja, denn ab Planeten, denn da das alles noch mit einsammeln und ja, dann haben wir eventuell genügend Ressourcen. Oh, geilo, wo da rausgekommen. Ey, halt mal, ihr wart noch irgendwo. Ne. Stimmt ja, hier habe ich ja drei Stücke. Weil das war ja auch ein Ding gewesen. Nur mal kleine Geschichte am Rande hier. Weil ich habe ja hier Pentazid. So, hier ist ja Kobalt. Die seht ihr ja gerade hier, die Throne Base. Du kommst nicht an das Kobalt, jetzt lauer ran hier. Das ist mal... So, und dann übelst dich lange, komplett alles abgeflogen. Und das letzte Zippelchen, was hier unten noch war, da sind denn die letzten zwei Kobold-Dinger. Ich wäre fast ausgeflippt, ey. Habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Das gibt's doch nicht. Das kann doch einfach nicht Warzenschwein sein. So, hallo? So. So, noch besser. Weil da hinten ist nämlich auch schon wieder was. Nur komplett alles vollgepflastert hier. So, da ist unser kleiner... kleines Dingchen. So. Wir haben so oder so die Eva an, dann passt das eigentlich soweit. Dann können wir nämlich auch dennoch den Rest damit verkaufen, was an Pentazid ist, was von unserer kleinen Tour übrig geblieben ist. So 1,1 und du bist da 1,0 hoch. Da müssen wir aber auch wieder Mühe links herumfliegen. Die haben mich hier schon ordentlich zugeschossen, zugehackt, die Blöden. Na gut, dann muss ich auch wieder, ist auch schon eine Scheiße, naja. Egal, egal. Ja, ganz knapp. Habe ich das ja nicht gesehen, ihr habt denn? Wo ich hier das hingestellt habe, ja. Mal drinnen. Richtig schön. Oh, da war auch schon fast alles leer gewesen. So. Wo fliegen wir denn da lang? Waren wir da zurück übers Pentazid? Weil wenn wir denn oben in der Dingsstation sind, kann ich mir nämlich ein bisschen Sauerstoff hier nehmen von denen. Dann gibt es das nämlich kostenfrei. Und Essen habe ich ja noch ein bisschen auf der Tasche. Eventuell gönne ich mir auch was. Dann ist auch schon wieder was, ey. Was bist du denn da eigentlich? Auf der linken Seite von mir. Was ist das hier? Armory? Zeige ich jetzt mit dem Finger drauf? Ja, Tatsache. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Einmal klein und einmal, keine Ahnung. Und Hopsasa. PVF. So, nochmal, so, hier haben wir richtig schön Kobalt zusammen.
Weil das ist so das Nächste, was ich eigentlich vorhabe. Ja, meine Schmelzen und so weiter. Achso, Schmelzen kann ich ja nicht aufstellen. Dann muss ich da oben aber die Konstruktoren und so weiter hin platzieren. So, hier haben wir erstmal alles soweit abgegrast. Und dann gucken wir mal nach der Trading Station, die da draußen irgendwo rumschwirrt. Dass wir da zumindest das alles verkaufen können. Also was ja die ganzen Booster-Kits sind. Und ein bisschen Bendazit wieder. Weil haben wir ja einfach massenweise, können wir das jetzt rausschmeißen. Hier. Können wir wie Bonze verteilen. Das wird aber bestimmt nicht so schmecken. Dahinter ist die meine Fresse, ey. Hätte ich woanders, naja, auch egal. 13 geht ja immer noch besser wie 50. So wie zum Beispiel Space Engineers, grob 50 Kilometer her, um rauszukommen. Aus der Anziehungskraft. Wäre Space Engineers deutlich besser programmiert. Eben. Also dass man da wirklich richtig gut, vor allen Dingen auf dem Server mit anderen Leuten und so weiter, sich austauschen könnte und bauen könnte. Und Behi mit Flora und Fauna ganz genauso bestückt ist wie Empyrean zum Beispiel. Mit Drohnen und NPCs. Ja. Dann wäre das eigentlich so dieses Komplettpaket. Dieses... nicht super Spiel, aber zumindest was alles hat und eigentlich super ist. Aber kann ja nicht alles schön sein. Wie zum Beispiel hier, Empyrean, das Blocklimit. Das ist, also bei einigen Dingssachen, was jetzt zum Beispiel Solarzellen finde ich zum Brechen. Ich hatte da so eine schöne Idee gehabt mit meinem Bau, wie ich das alles machen könnte, etc. Und nichts ist. Ganz einfach. Kann man nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, dass du nur eine Batterie bauen darfst. So ein Schwachsinnig eigentlich. Aber naja. Ist halt so, muss man mit leben. Dann stellen wir da einen großen Generator auf 20.000 Tanks und dann ist gut. Fertig. So, und dann gucken wir mal da gleich rein. Zu schnell. Oder? Passt. Ach, da oben rechts ist ja das. Da. So. Können wir den wieder hier abstellen. Durch das Eva-Ding können wir es auch ausmachen. Ausmachen. V. F wie immer und das da drücken. So, hier packen wir zumindest erstmal die ganzen Erze rein, die wir so kriegen können. Ich würde sagen, das finden wir ja alles hier. Das. Und dann die ganzen Booster habe ich alle schon. Das können wir mal schnell schnabulieren und dann sind wir auch soweit fertig schon. Und dann machen wir nämlich hier Sauerstoff. Dann nochmal voll. Dann packen wir mal die blöde Waffe hier weg und packen die zwei Sachen da auch noch mit rein. Dass wir da nicht irgendwas Falsches machen. Hallo? So. Dreht er sich eigentlich auch komplett so um, oder? Hallo? Schön Mund aufmachen. So. Spielerdrohne nicht in der Nähe einer feindlichen Blablabla. Ja. Ist klar.
Was können wir denn? Raketenrucksatz können wir verkaufen. Wir können den Mobilität verkaufen. Davon haben wir sogar mehrfach da. Mehrfach Boost müssen wir, glaube ich, nur einmal haben. Isu Boost hat man mehrfach her. Dreimal, viermal. Ach du Jemini. Sauerstofftankerweiterung hat man auch mindestens einmal. Strahlenschutz. Kein Strahlenschutz? Strahlenschutz verstärkt. Achso, 5 von 5 schon. Eva-Boost kann ich aber verkaufen. So, Sprinti und Mehrfach- und Schutzding. Müssen wir noch irgendwo anders hin verscherbeln. So. Hier können wir die 64 verkaufen. Weg ist er und tschüssi. So, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ah, hier. So, Eva Boost. Also brauchen wir das Sprint, Schutz und Mehrfach. Mehrfach Boost. Hä? Hatte ich das nicht eben gerade gehabt? Was ist das für ein Scheiß? Jetzt kann ich die 1 zu 1 verkaufen wie kaufen. Mittlere Rüstung. Letztens habe ich ein paar schwere gefunden und verkauft. Das war mal ein geiles Geschäft, ey. Gleich wieder in sinnlose Dinge investiert. So, wir haben das ist auch nichts Besonderes. Notsauerstoff, tolle Wille. Scharfschützenpistole, bla bla bla. Aber hier kann ich keine Dings umsetzen. Das war, glaube ich, nee, hier in der Bar kann ich so oder so. Hier kann ich aber die Crew-Dinger kann ich hier kaufen. Kaufen. Wir wollen alles kaufen hier. So, Mehrfachboost kann ich hier aber verkaufen. Das ist ja mal geil. Pistole T2 kann ich hier auch verkaufen. Ey. Nicht die da verkaufen. Jetzt haben wir da wieder keine... Ach doch, ist hier lang. Gut. Ich hab nichts gesagt. Oder die war schon hier lang, die neue. Da war noch Munition dran gewesen. So, wie... Mobilitätsverstärkte Panzerung haben wir noch. Und zweimal Mobilität. Kann ich nicht verkaufen, scheiße. Nachtsichtgerät. Ja, kostet auch nichts. Bla 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 bla. Hier die schwere Rüstung. 55 Scheine. Sprengladung. Das ist alles restliche habe ich ja alles. Bringt mir ja nichts weiter. Einmal so ein scheiß Sprintboost muss ich noch loswerden. Aber hier drüben werde ich den auch nicht los. Wie viel haben wir denn eigentlich? Bankkunde 207. Ach, da nehme ich mir noch zwei so eine Dinger mit. Ist mir egal, wer was sagt. Hier. Bam. Zwei Stück zumindest. Die müssen wir mit haben. Einfach. Weil wir hier einfach so viel Geld übrig haben. Na gut, dann haben wir so einen scheiß Mobilitätsbooster noch übrig. Da muss ich mal, wenn das einfach zu viel wird, dann mal alles inpacken und dann nach Akua oder sowas fliegen. Weil der nimmt doch eigentlich auch bloß Pflanzenzeug, wa? Der nimmt doch bloß Pflanzenzeug hier, wa? Pflanzenbeete. Was kostet denn eigentlich so ein Pflanzenbeet Beton? 162. Das ist natürlich ganz schön teuer. Haben wir so ein Pursing? Pursing Keim. Das wäre mal was. Ups, habe ich irgendwie noch nicht gerafft. Ach, nehmen wir die vier Stück mit. Wir haben es doch. Wir brauchen doch nichts weiter. Wir haben doch alles. So, dann haben wir jetzt das hier zumindest alles erstmal. Nehmen wir nochmal einen Schluck Sauerstoff. Achso, ist maximal gefüllt, weil ich ja hier in einer freundlichen Umgebung war. Dann fliegen wir mal zurück.
So, du und Abmarsch. So, jetzt muss ich wieder schauen. Könnte das da sein? Nee, war. Das sagt mir alles überhaupt ja nicht. Das ist immer sowas von blöde, sag ich mal. Weil er wird überhaupt ja nicht in meiner Nähe sein. Es kann ja jetzt natürlich auch sein, dass ich komplett falsch rumfliege. Aber ich kann mir das einfach nicht merken. 115,1 Meter pro Sekunde. 114,9. 115,1. 114,9. 115,1. Hey. Kann man ein bisschen schneller durch die Gegend fliegen. Passt aber auch irgendwie nicht. Ich suche. Meine Heimatbasis. Hier sind so viele beschissene Seen drauf jetzt. Das. Nee, so weit unten war das glaube ich nicht gewesen. Das da nicht, das da nicht. Ey, leck mich, ich fliege gleich darin und gucke eher. Dann schieb ich. Guck auf die Garde. Du kannst Garde nicht lesen, ne? Bin blind. So. Das da oben ist es nicht. Das war ja nur so ein kleiner runder Berg gewesen. Aber findest du so scheiße? Ich hab's doch gesagt, bin falsch rumgeflogen. Bin einfach komplett in die verkehrte Richtung geflogen. Ich suche noch ein bisschen weiter und dann sage ich erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal.